Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen auf dem Marlin-Live-Kanal. Heute habe ich wieder was da, was wir unbedingt ausprobieren müssen. Das nächste Airsoft-Event steht in den Startlöchern und meine andere Geschichten, also mein Loadout kennt ihr, aber ich habe ein kleines Upgrade vorgenommen. Und zwar habe ich hier ein 1200 Schuss Trommelmagazin. In Verbindung mit einer Waffe, die Full-Out schießt, könnte das ein absoluter Game-Changer sein. Ob das der Fall ist, das bekommen wir heute raus. Let's go, Max! Ich erkläre mal ganz kurz, wie das Ding überhaupt funktioniert. Also du hast hier einen Behälter, der ist gefüllt, volle Bude mit BBs. Hier an der Seite ist das Ladefenster, da siehst du es, da kippst du einfach alles komplett rein. Dann machst du zu. Dann ist hier drin ein kleiner Akku verbaut, der einen Motor antreibt, der dafür sorgt, dass die ganze Zeit, weil das Problem wäre natürlich, wie kommen die Kugeln oben rein, wie werden die gefeedet? So, normalerweise hättest du halt das Problem, musst du mal nachschrauben, irgendwie irgendeine Feder aktivieren. Das macht der Motor allein. Ich habe hier zwei Stufen. Einmal durchgehen, volle Bude oder kurz feeden. Verstehst du? Damit du halt schießt und sagst, ah, jetzt ist wieder leer, kurz nachfeeden, fertig. Damit du Akku schonst, ne? Wahrscheinlich. Genau. Ja. Und dann hast du hier vorne ein Rädchen für die Hypnose. Ist der Feind quasi in Reichweite, drehst du am Rädchen und der Gegenüber ist verwirrt, bleibt stehen und ist ein offenbares Ziel. Das ist totaler Quatsch, was ich erzähle. Ich weiß nicht, wozu das hier ist. Vielleicht, falls mal irgendwie was stecken bleibt oder so, falls die sich verkeilen, dass du da irgendwie die Trommel drin einmal so durchrühren kannst. Ich habe keine Ahnung. Aber das hört sich halt nicht so an, wenn du dann drehst, nein, dass die BBs sich da irgendwie bewegen. Das ist ja leer komplett. Nee, das ist, hier an der Seite ist normalerweise noch ein Fenster, wo du den Akku quasi laden kannst. Das ist so ein Ding, das habe ich aber abgenommen, weil du eh den Lipo-Akku rausnehmen musst fürs Ladegerät. Deshalb macht das keinen Sinn. Für mich nicht. Das Magazin macht natürlich einer normalen Einzelfeuerwaffe gar keinen Sinn, weil dann hast du halt dieses schwere Ding. Klar, brauchst du kein Magazin mehr mitschleppen, aber jeden Schuss einzeln, das ist ein ordentliches Gewicht. Es macht wirklich nur Sinn. Ich habe hier die Firehawk High Cycle und da macht es natürlich Sinn, weil die halt Full Auto ist. Wichtig zu sagen ist, die hat nur 0,5 Joule. Meine andere Langwaffe hat 1,6 Joule, aber halt nur Einzelfeuer. Ist halt eine Richtlinie in Deutschland. So, vom Ladeprozess her war es das schon. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig geisteskrank aus. Sieht aus wie bei Call of Duty, wenn du deine Waffe komplett upgradet hast, wenn du auf dem nächsten Level bist. Ob das was taugt, ob das funktioniert und wie viel Kraft dahinter steckt, das kriegen wir jetzt raus. Bist du bereit, Max? Ich bin bereit. Da würde ich sagen, gehen wir rüber. Wir haben in einem vorherigen Video, beziehungsweise in einem anderen Video hier auf meinem Live-Kanal, Wish-Brillen getestet. Und wir haben noch eine, da ist das Glas heil geblieben. Und da gehen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Starten wir. Brille auf, Max. Wo ist meine? Hier ist meine Brille. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, macht so einen Scheiß nicht nach. Bitte seid vorsichtig mit so einem Umgang und behandelt stets jede, auch wenn es nur eine Spielzeugwaffe ist oder eine Airsoftwaffe ist, wie eine echte, damit halt nichts schief läuft, damit sich keiner verletzt. Und wir benutzen Biotracer, also Bioballs, BBs, Bio-BBs. Die bauen sich in der Natur wieder ab, ist irgendwie mit Maisstärke zusammengesetzt, also da ist kein Plastik drin, ganz wichtig. Ja, nicht, dass es nachher heißt, Marlin holt hier überall Plastik in die Walachei. Mach ich nicht. So. Marlin, komm, wir müssen drehen. Uno momento, ich bin gerade noch am Essen. Ich muss nur kurz mal aufessen. Dann kannst du gleich losgehen. Ich habe schon wieder gemerkt, ich habe schon wieder so einen Hänger. Achso, das ist Y-Food. Eine vollwertige Trinkmahlzeit mit allem, was du brauchst. Brauchst nichts kochen, packst dir eine Flasche ein und du bist da, wo du es gerade brauchst, absolut gut versorgt. 26 Vitamine, reich an Mineralstoffen und Ballaststoffe, glutenfrei und ganz wichtig, ohne Zuckerzusatz. Und das allerbeste an Y-Food ist, es schmeckt einfach ultra lecker. Ich habe jetzt hier die Sorte Fruity Tropical. Das ist quasi ehemalig Lassi. Ultra lecker. Macht richtig Bock. Und wenn du jetzt auch Appetit bekommen hast und probieren möchtest, dann einfach in die Beschreibung gehen, Link aufrufen und mit dem Code Marlin-YouTube sparst du noch 10%. Also, gönn dir Y-Food. Ausprobieren, trinken, bereit sein. Los geht's. Hier haben wir nochmal Versuchsaufbau. Ja, genau. Den nochmal zeigen. Eine zerrupte Schutzbrille, aber mal gucken, ob das Teil das. Genau, wir haben hier, seht ihr schon, das war mit einer Handfeuerwaffe und mit der Langwaffe. Das ist schon komplett Fritte, aber das Glas ist noch intakt. Und wir gucken mal, was jetzt passiert. Bist du bereit? Jo. Kamera läuft. Deine läuft auch. Jo. Waffe ist entsichert. Und. Nasse Angst. Ein bisschen. Okay. Ich starte den Motor. Und los.
das Bock, Alter? Ist das eine geile Scheiße? Alter. einfach ein MG für die Hand. Das ist geil. Junge. Das macht Bock. Also ich glaube, da wollen wir auch nicht drüber reden. Aber das Glas ist intakt geblieben. Ja, Plastik nicht. Aber Schredder ist hier komplett fritte. Geil. Holy Macaroni. Alter Vater, wollen wir mal gleich dahinter bleiben und mal auf die Scheibe schießen? Hast du noch Schuss da drin? Ich hab auch. Hört sich gut an. Weil mir sind die BBs hier in die Hand. Ich klemme jetzt hier zwischen meiner Hand und dem Camcorder. Ach, herrlich. Ich switch mal die GoPro rüber. Dass das bringt, weiß ich nicht, aber ich mach mal hier so, damit man das auch mal sieht. Bist du bereit für den nächsten Test? Ich bin bereit. Okay. Schießt du über seine Schulter? Ja, exakt. Warte, dann muss ich auf die andere Seite. Ready? Ready. Aua! Voll in. Aua! Ah, oh, herrlich, macht das Bock. Na, aber ist nichts passiert. Nee, ist also nichts passiert. Alles abgeprallt. Aber das ist halt auch der Punkt, was ich gesagt habe. Es ist halt 0,5 Joule, ne? Aber am Ende, wenn jetzt im CQB oder wie das ist und du bist im Häuserkampf, kannst du einfach. Du kannst das Spray and Pray, ne? Ja. Du läufst einfach mit dem Strahl so. Wie so eine Säge. Wollen wir mal einfach gucken, was sich so wie die Brennnessel sich hier verhalten? Einfach mal so aus so aus Bock. Vorher-Nachher-Bild. Ne? Ready? Ja. Okay. Schutzbrille. Ja, Schutzbrille. Danke. Und Motor. Läuft und los. Ich kaufe mir einfach kein Trimmer mehr für den Rasen, sondern einfach, ich setze mich in meinen Garten und mähe den Rasen. Alter, hast du gesehen, wie einfach, wenn du gezielt hast, hast du richtig gesehen, so einfach. Wie ein Strahl, ey. Oh, herrlich, macht das Ding Bock, Alter, ohne Scheiß. Also, was schätzt du, was das Ding kostet? Das Magazin? Ja, ungefähr. Alter, das ist bestimmt so 150. Nee, gar nicht so teuer. 70 Euro hat das gekostet. Okay, krass. Das war nicht teuer, das ist geil. Und dieser Dauermotor sorgt halt für. Du hast ja gesehen, es gab keinen Abbruch, ne? Null. Funktioniert super. Der rotzt die einfach komplett durch, die Mummel da. Also das hat sich meines Erachtens jetzt schon gelohnt. Also das wird ein geiles Spiel. Mhm. Jungs, wenn ihr das hier seht, das wird legendär. Oder es heißt auch am Ende, nee, wir machen die Spiele nicht mehr. Oh, herrlich. Und wollen wir nochmal in den Gelatine-Block reinpölen? Das ist eine gute Idee, ja. Das machen wir. Aufbau, Gelatine-Block, Knarre, Trommelmagazin, Motor läuft und los. Bist du bereit? Du machst aber ganz schön Sound mit dem Teil, ey. Also ja, du bist auffällig, ne? Auffällig, ja. Bereit? Moment. Jo. Einfach ein bisschen rausgehen! Ich lieb's. Sandstrahlen! Rostbeseitigung! Alle. Nee, doch nicht. Aber war das erste Mal Leerschuss bei. Geil, ey. Max, das macht richtig Bock. Wenn du das mal anguckst, also jetzt mal abgesehen vom Gelatine-Block, ist nicht wirklich was passiert. Nee. Aber hier, astreine Rostbekämpfung. Ne? Also wenn du das jetzt mit den, mit dem Metallkugel. Alter, ach, das würde gar nicht funktionieren. Das würde nicht gehen, ne? Der Lauf würde ja kaputt gehen. Aber da siehst du halt 0,5 Joule, passiert halt nichts, ne? Ja, ja. Das ist halt, aber ist auch gut so, weil bei der Kadenz, Alter, sorry, aber das ist ja. Das ist ja Horror, ey. Aber, ja? Nachteil. Was? Laut. Laut? Ja. Du hast, also der Motor ist halt. Ja. Ne? Aber. Aber, und du haust halt sehr viele Kugeln weg, was halt teuer werden kann. Ja, das stimmt schon. Klar, da musst du dir schon mal gönnen. Also da, so einen Sack Mummel da reinhauen, das darf dir nicht wehtun. Ja, das stimmt schon. Aber komm, als Sache für sich ist es definitiv. Könnte über den Spiel.
Verlauf auf jeden Fall entscheiden. Klar. Stell dir vor, du hast ein Schild oder du hast eine vor dir mit dem Schild und du gehst in ein Haus. Du säuberst einfach jeden Raum mit Schild, Schild. Weißt du es auch gerade? Hier wie Feuerschutz oder so. Ja, ja. Also, du hast ja eine Wand aus Kugeln. Ja. Boah, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Jetzt stell dir vor, du hast einfach nur ein zweites irgendwo in der Tasche. Hast du einfach so zwei. Ist es schwer? Ohne Kugeln geht. Oh. Geht. Also wenn das Ding komplett voll ist, dann ist schon, hat es schon ordentlich Gewicht. Aber geil, oder? Ist geil. Wie sich der Spielverlauf in unserem nächsten Event quasi sich darstellen wird, sage ich euch in dem nächsten Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, meinen Live-Kanal abonnieren. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hab euch lieb, macht's gut. Euer Survival Money. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.